Hallo ihr da draußen, wir machen heute Pokémon-Notizbücher. Hazel ist da und Hallo. Wird auch eins machen. Yes! Yes. Genau, denn falls ihr euch erinnert, ich habe diesen riesigen Pokémon-Kalender geschenkt bekommen zu Weihnachten und habe die schönsten Karten rausgesucht. Hätte ich das vorher gewusst, dass wir zusammen basteln, hätte ich natürlich gesagt, tschüss. Ja, hast du Pflanzen-Pokémon? Ist alles lila. Lila ist ganz. Ja, lila ist Psyche, ne? Das ist auch okay, wir sind auch Psychos. Genau. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen Wolle, außerdem viel Papier, Hammer, Nagel, optional eine Nadel und ja, ein bisschen Geduld heute. Ich habe diese hier von allen Karten ausgesucht, weil sie ein bisschen shiny ist und ich das Pokémon einfach super gerne mag. Es ist quasi das Lolita-Pokémon, finde ich. Ich sehe auch voll oft Lolitas, die damit dann so ein Foto machen. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Bisasam. Das ist mein Starter-Pokémon. Irgendjemand da draußen kriegt jetzt bestimmt gerade einen Herzinfarkt, weil die voll rare ist. Ja, ich glaube auch. Davon biegen wir jetzt ein Stück ein. Und zwar genau 1 cm. Also quasi mit der Pokémon-Ball-Seite, da klappen wir das nach innen. Und dann Special-Trick, legen wir es nochmal hin. Und spätestens jetzt ist der Punkt, wo ihr kein Zurück mehr habt und die Karte im Arsch ist. Ja, jetzt ist sie nichts mehr wert. Genau, und hier musst du natürlich dann die andere Seite machen, weil wir wollen ja, dass es dann so ist. Okay. Das ist ein sehr gewalttätiges DIY heute. Ich bin nicht fingerfertig, deswegen mache ich keine DIYs. Ich bin ja da, um aufzupassen, dass nichts passiert. Alle haben immer voll viel Angst und dann am Ende ist es doch alles voll gut. Was war denn das Lustigste, was du aus dem Kalender gelernt hast? Oh, was war das Lustigste? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig an alles erinnern. Was mich total geschockt hat, war, dass Pikachus Geschlechter haben. Also klar, alle Pokémon haben Geschlechter, aber dass du es an der Rute erkennst. Weil bei den Pikachu-Mädchen ist das hinten ein Herz und bei den Jungs ist das wie so ein Blitz. Und ich war so, ja, ich habe dann noch nie ein weibliches Pikachu gesehen, glaube ich. Doch, kennst du diese Pikachu-Paraden, wo sie diese riesigen Kostüme anhaben? Mhm. Und da, die sind gemischt. Oh, okay, darauf achte ich das nächste Mal, wenn ich im Jahr komme. Ja. Ich war richtig so mindblown. Aber alle Facts waren richtig lustig in dem Kalender. So, diese Teile müssten jetzt so zusammenkommen. Und jetzt holen wir unsere Heißklebe und kleben hier oben und hier unten ein Stück zusammen. Nicht in der Mitte, weil da müssen wir später durchpieken und durch Heißklebe durchpieken. Das wollt ihr nicht. Ich hatte schon lange keine mehr in der Hand. Was hast du das letzte Mal mit Heißkleber gemacht? Ich glaube nur gespielt. Also es macht so viel Spaß, das abzukratzen. Das stimmt. Das ist so witzig. Jetzt könnte man theoretisch auch so ganz viel Vlies reinmachen, dann hättest du wie so ein Topflappen-Dingsi. Ja, aber ein sehr sporadisches. Ja, für ganz kleine Asiatenhände. So, wenn ihr das geschafft habt, dann müsst ihr jetzt ausmessen, wie groß und wie breit das ist. Ich habe das schon mal gemacht und zwar wird das später, was hier reinkommt, also eure Zettel, so wollen wir das ja später haben, damit ihr da Sachen reinschreiben könnt. Und natürlich muss es ein Müh kleiner sein, damit das nicht alles rausguckt, weil das ist irgendwie hässlich. Meine Maße sind jetzt 8,5 mal 9 und das schneidet ihr einfach als Schablone aus und dann macht ihr ungefähr so 3 von diesen Dingern. Immer so ein kleiner Stapel und das machen wir jetzt auch. Und kleiner Tipp, ihr könnt einfach so ein Paperclip nehmen und das Papier hier festklippen. Das ist mir leider erst ein bisschen spät eingefallen, weil dann verschiebt sich das nicht so beim Schneiden. Hast du gehört, dass sie diesen Pokémon-Park eröffnen? In Tokio. Ja, gar nicht gehört. Cool. Wieder ein Grund hinzufliegen. Ja, Mann. Was ich nur mitbekommen habe, ist dieser neue Film mit dem Plüsch-Pikachu. Ja, das ist ein bisschen kontrovers, ne? Findet man das jetzt gut oder findet man das schlecht? Ich war auf jeden Fall überrascht, dass er so eine tiefe Stimme hat. Der wird doch von dem Schauspieler von Deadpool gesprochen, oder? Du weißt das, Luke weiß das. Ja. Ja, wo alle halt echt aussehen. Detective Pikachu, meinst du? Ah ja, genau, Detective Pikachu. Ich guck's mir trotzdem an. Ja, natürlich. Aber es ist auch relativ schlau, weil die Generation wie wir, die mit Pokémon aufgewachsen sind, die sind jetzt halt alle so um die 30, ne? Oder ja, ungefähr um die 30. Und da ändert sich natürlich auch das Konsumverhalten. Ich warte auf das erste richtig dunkle Pokémon. Spiel. Weißt du, so wie irgendwann so der Dark Knight-Film kam, dann ist es so voll ernst und es geht darum, werden die Pokémon jetzt versklavt oder nicht? Machen die das freiwillig? Und dann gibt es so illegale Pokémon-Kämpfe und dann müssen die da befreit werden und so. Müssen wir verwirklichen. Ja, Mann. So, wenn ihr eure Blöcke habt, dann einfach einmal in der Mitte knicken. Und wieder diese Linealsache machen. Wenn du richtig krass bist, kannst du das auch mit so einem Karate-Handschlag machen. Dann gehe ich einfach zu deinem Vater.
Der macht das dann. Genau. Falls jemand zur Kung-Fu-Schule meines Vaters möchte, sie ist unten verlinkt. Danke für die Werbung. So, Leute. Und jetzt wird's ernst. Und zwar müssen wir das ja irgendwie da reinbinden. Heißt, wir brauchen sowas wie zwei Löcher. Also eins hier und eins hier. Damit wir das an dieses Teil hier hinten nähen können. An den Buchrücken quasi. Und man könnte jetzt natürlich gleich die Nadel nehmen und das da so durchfrickeln. Aber es gibt einen guten Trick. Und zwar nehmt ihr euch einen dicken Nagel, ein Brettchen oder ein Buch, ein Telefonbuch, falls ihr sowas noch habt. Zeichnet euch vorher an, wo ihr das macht. Bei mir ist es jetzt von jeder Seite 2,8. Da könnt ihr auch wieder eure Schablone einfach drauflegen. Und jetzt hämmert. Nee, hämmert. Jetzt wird gehämmert, ja. Jetzt wird gehämmert. Jetzt hämmert ihr einfach durch. Das geht halt viel, viel schneller. Ist kurz ein bisschen laut. Ist auch bestimmt dann schöner. Ja, ich glaube auch, ist es schöner. So, und jetzt holt ihr euch ein bisschen eine dickere Nadel. Und ihr seht, zack, es ging halt super schnell. Bitte tut ihr nicht weh. Das war jetzt eine Therapiesitzung. Da kann man auch all seine Aggressionen loswerden. Jetzt sagen bestimmt ein paar von euch, das ist ein bisschen klein, aber ihr könnt natürlich auch die Pokémon-Karten zusammennähen. Hier oder zusammenkleben und dann ein großes Ding machen. Das ist ganz euch überlassen. Aber ich finde, so kleine Notizbücher sind auch gut für unterwegs. Kann man seine Vokabeln reinmachen oder ja, andere Sachen. Telefonnummern kann man reinschreiben. Das ist echt krass. Kannst du noch eine Telefonnummer auswendig? Nur meine. Ja, ich auch. Nur meine. Und die von der Kung-Fu-Schule von meinem Vater. Aber das war's. Auch nur die Festnetznummer. Ich wäre komplett aufgeschmissen, wenn man mich aussetzt und mein Handy ist aus. Ich müsste nach Hause trampen. Wäre eigentlich wirklich so. Wenn mein Akku leer geht, dann bin ich verloren. So, dann holt ihr euch jetzt ein Stück Faden oder ein Stück Wolle oder was auch immer ihr nehmen möchtet. Fummelt das durch die Nadel. Oh Gott, so ein dickes Ding. Da muss man vielleicht eine Wollnadel kaufen. Nehmt das doppelt, macht unten Knoten. Ist irgendjemand von euch Buchbinder? Kennst du jemanden, der Buchbinder ist? Das ist voll der schöne Job, aber voll viele Jobs werden ja gestrichen, ne, bei der Handwerkskammer. Das finde ich richtig traurig. Hattest du jemals überlegt, irgendeinen Handwerksberuf zu lernen? Nee, noch nie. Ich bin nicht begabt, wie du siehst. Ging doch wohl. Wir pieken jetzt rein. Also es kommt drauf an, ob ihr den Knoten innen oder außen haben wollt, aber ich finde es innen ein bisschen netter irgendwie. Und jetzt zeichnen wir uns mit unserer Vorlage hier drin wieder die beiden Punkte an, wo wir eben durchgehämmert haben. Also auf dieser Linie hier. Ich habe das jetzt hier einfach in Streifen gemacht, weil wir ja mehrere von denen da reinmachen. Und jetzt stechen wir relativ nah an der Falz rein. Und auf der anderen Seite wieder rein. Und von hinten hier durch. Ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr was falsch macht, das merkt ihr sofort und ihr könnt es ja wieder rückgängig machen. So, und jetzt ziehen wir erstmal alles durch. Und hier, da wo der Knoten ist, gehen wir am Ende nochmal durch. So, dann ist das nämlich fest. Und jetzt ziehen wir einfach. Und jetzt ist das schon fest. Jetzt kann man sich überlegen, will man hier einen Knoten machen und für das nächste, was wir reinmachen, quasi nochmal neu anfangen und das gleiche Prozedere nochmal machen. Oder sticht man hier durch und zieht es durch. Ich finde es netter, das für jedes einzeln zu machen, weil dann kann man zum Beispiel auch verschiedene Farben benutzen, weil das sieht man ja hier hinten am Buchrücken. Das finde ich irgendwie ein bisschen schöner, deswegen würde ich jetzt hier einfach nochmal durch. Ne, immer schön festziehen. Wer Angst hat, dass es aufgeht, kann theoretisch noch einen Knoten machen. Das ist euch überlassen, wie belastbar euer Buch sein soll. Und dann schneiden wir das einfach ab. Man kann natürlich einen dünneren Faden nehmen. Das ist hier hinten aber nicht so schön. Das ist immer so die Krux, ne? Will ich das so oder will ich das so? Ah, schwierig. Die ganz Kreativen stricken mit der Wolle da dran dann einen ganzen Pullover. Hä, ein Lesezeichen. Und festziehen. Yay! Ich hab's hingekriegt. Das ist das Gute, wenn man hier mit mir bastelt, man kann immer was mit nach Hause nehmen. Außer es ist nichts geworden wie bei Malte, dann kann man nichts mit nach Hause nehmen. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt hier oben hinklicken. Und schnipp. Jo, und das macht man jetzt einfach mit so viel Blöcken, wie man haben möchte. Wie ist es denn jetzt für dich, als du das letzte Mal hier warst? Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her. So lange schon? Mhm, als wir KitKats gegessen haben. Krass. Aber jetzt kennen wir uns viel besser, finde ich. Das stimmt. Da kannten wir uns gar nicht. Du hast mich einfach angeschrieben. Ich war so, okay, komm her. Aber richtig cool von dir. Klar. Ich hasse das, wenn Leute nur Kollabos machen. Wenn denn die Abos stimmen oder so. Ja, genau. Ja. Ich finde, das geht gar nicht irgendwie. Vor allem bei super vielen Leuten, die super viele Abonnenten haben, mit denen will ich gar keine Kollabos machen, ehrlich gesagt. Aber für dich muss das doch total verrückt sein. Das ging so schnell bei dir von ich arbeite in der Steuerkanzlei zu ich mache jetzt nur noch YouTube. Ja, das ging wirklich schnell. Aber das passiert hier bei YouTube entweder ganz oder gar nicht. Ja, ist oft so.
Und das Gute ist, du hast so einen Job, du kannst immer wieder zurück. Also Kinder, lernt was Ordentliches vorher. Hast du Pokémon-Karten gesammelt damals? Ja, aber ich hatte immer gefälschte. Ah, geil. Konnte mir keine echten leisten. Oh nein. Oh, ich habe meinen Ordner noch unten im Keller. Ich muss den mal hochholen und gucken, was da noch so drin ist. Wie viel wert er noch ist. Oh Gott, ja, aber ich kann die, glaube ich, nicht verkaufen. Das ist so. Ich bin ja so ein verrückter Messi. Manche Sachen kann ich einfach nicht verkaufen. Ne, wie Marie Kondo sagt, das ist fucking Joy. Und ich so, yes! It does! Ich habe eine richtig große Titelsammlung. Also Blätter und auch von einer Kollektion alles. Also. Wow! Geil, nee, die Diddle-Sachen habe ich gar nicht mehr. Voll schade eigentlich. Jetzt ist das wieder ein bisschen cool, finde ich. Hm. Okay, fertig? Ja. Gut, wir sind fertig. So schnell geht's. Wir haben es geschafft. Und ihr seht, man kann Dinge reinschreiben. Ja, man kann das Papier natürlich auch in anderen Farben machen und muss nicht liniert sein. Ich mag eigentlich gar nicht so doll liniert, aber hier irgendwie... Ich weiß auch nicht, war halt gerade da, ihr wisst doch, wie es ist. So, ging doch. Ja, ich weiß. Nachher habe ich noch was zum Polen hier. Genau. Und dann, ja, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, dass ich da sein durfte. Hazel ist unten verlinkt und ja, schaut gerne wieder vorbei. Lasst ein Abo da, drückt die Glocke und den ganzen anderen Kram. Bis nächste Mal. Tschüss. Tschüss.